Hallöchen liebe Leute und willkommen zurück bei Metal Gear Solid 5. Und ich bin gerade rein und dachte, was hechelt hier so rum? Das ist einfach der Hund, der hier links von uns sitzt. So, ich habe nebenbei nochmal ein paar Missionen gemacht, die wir schon gemacht haben und nochmal so die kleinen Ziele so ein bisschen erfüllt. Deswegen nicht wundern, wenn gleich mehr... Ah ja, gut, Tagesbonus erhalten. Wenn wir da rechts unten ein bisschen mehr von diesen GMP-Punkten haben und ein bisschen mehr Heroismus, da ist nichts weiter Story-Relevantes passiert. Ganz normal hatte ich mich ein bisschen rumgetrieben. Wir hören erstmal den Bonus, den wir hier bekommen haben. 5000 biologisches Material. Aha, geil. Schön. Der Hund streckt uns die Zunge ins Gesicht. Schön. Wunderbar. Wir können ja nochmal in die Basiseinrichtung gehen. Vielleicht können wir da nochmal was ausbauen. Kampfeinheitenplattform, das hatte ich letztes Mal schon in Auftrag gegeben, als ich für mich gespielt habe. Und dann wird das heute nämlich noch fertig. Beziehungsweise nächste, übernächste Aufnahme dann auch die Basisentwicklungsplattform. So, für den Rest, da fehlen uns schon noch eine ganze Menge Sachen. Okay. Mission? Haben wir noch externe Aufträge? Da dürfte auch noch was laufen. Genau, das hatte ich alles schon gemacht, damit das hier im Laufe der Aufnahme dann fertig wird. Das können wir uns dann zusammen ansehen. Okay, wir müssten theoretisch jetzt auf die Nebenoperation, und zwar Emmerich, kontaktieren. Ach du Scheiße, kann ich ja nirgendwo landen. Könnten hier landen, hier dann durch die Schlucht und dann dort rein. Müssen wir auch machen. Es gibt auch, das müssen wir mal probieren. Ich habe mir ein paar Tipps rausgesucht und starten wir einfach so, oder soll ich die Ausrüstung wechseln? Ich glaube, ich wechsle mal die Hauptwaffe. Gegen das Scharfschützengewehr ist egal. Also wir können dann allgemein mal schauen, ob wir noch irgendwas entwickeln können. So, ja komm, Mission starten. Am Abend lieber. Ja, noch so ein paar Tipps rausgesucht, die Leute mir geschrieben haben oder die ich selber gefunden habe. Und da sind ein paar ganz geile Sachen dabei. Da müssen wir mal drauf achten, wenn wir da was sehen, dann erwähne ich dazu auch was. Es gibt echt so ein paar Dinge, da hätte ich nie dran gedacht, weil ich auch von selber wahrscheinlich vielleicht erst nach einigen Stunden dann mal drauf gekommen oder gar nicht. Aber Metal Gear Solid typisch gibt es dann doch in jedem Teil ein paar Sachen, wo man sich denkt, meine Fresse, selbst an sowas haben die gedacht. Ich kann mich an Metal Gear Solid 2 erinnern. Ich habe das Spiel damals, weiß ich nicht, 7-8 Mal durchgezockt. Und auf jedem Schwierigkeitsgrad. Und da gab es dann, das war dann beim dritten, vierten Mal erst, hatte ich aber dann auch gelesen, selber war ich dann nie drauf gekommen. Man konnte dann Klimmzüge machen mit Snake. Oder was mit Raiden? Ich glaube, mit Raiden war man da ja unterwegs, ne? Nach diesem Prolog auf dem Schiff. Und da könnte man Klimmzüge machen, wenn man, glaube ich, 20 oder 12 oder 20, ich glaube, es waren 20 Klimmzüge gemacht hat, dann wurde die Ausdauerleiste erhöht und die war dann fast verdoppelt, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war eine sehr geile Sache. Und die Tastenkombination wurde dafür nie erklärt oder so, das musstest du halt selber rausfinden. Und hier gibt es ein paar Sachen. Da schauen wir einfach mal, ob wir das packen oder ob wir da was finden. So, wir gehen mal. Ja. Versuch mal da so irgendwie reinzukommen, dann kommen wir ja hier durch. Und dann allgemein da hoch. So, als erstes, wir können uns mal umschauen. Es ist bei Nacht natürlich ein bisschen schwieriger und hier ist es vielleicht auch nicht direkt gegeben. Es gibt, müssen wir mal darauf achten, in den Felsen, Felsspalten, die gehen von oben nach unten komplett durch. Und da könnte hochklettern. Da müssen wir echt mal drauf achten. Ich weiß nicht, was es da zu finden gibt. Ich habe das bloß als Tipp gelesen. Dachte ich, geil. Kann man ja mal im Auge behalten. Jetzt habe ich natürlich den Hund dabei und wir müssen laufen. Oh, verdammt. Genau. War der das letzte Mal schon ausgewachsen, der Hund? Ich glaube, den hatten wir noch gar nicht dabei, ne? Oder hatte ich nicht mitgenommen? Jedenfalls ist er jetzt dabei. Und der mag, genau, der war noch nicht dabei beim letzten Mal. Jedenfalls markiert er für uns in der Nähe gelegene Feinde. Der findet Heilpflanzen für uns oder allgemein die ganzen Kräuter, die hier rumstehen. Die sind dann auch weiter entfernt und werden dann markiert. Und das ist eine ganz geile Sache und er findet auch die Ziele, die wir brauchen oder die wir suchen für den jeweiligen Auftrag. Ich hoffe einfach mal, hier ist gerade nichts weiter los. Nö. So, wenn wir solche Außenposten oder größere Posten der Gegner mal erreichen, dann können wir uns da auch mal ein bisschen umschauen.
aber noch so ein paar andere Sachen finden, die ich noch im Petto hab. Die meisten von euch werden das wissen, die werden auch schon viel weiter sein, aber das ist ganz normal, das liegt einfach am Let's Play, dass das immer hinterherhängt mit dem, was man selber zockt. Wenn ich nicht aufnehmen würde, hätte ich das Spiel wahrscheinlich auch schon selber durch. Es ist einfach so geil und ich freue mich jedes Mal tierisch, wenn ich das wieder anschmeißen kann, um neue Aufnahmen zu machen. Letztens musste ich aufhören, weil ich einfach keinen Speicherplatz mehr auf der 3 Terabyte Festplatte hatte. War leider schon fast voll. Da, der bellt immer und da hat er wieder eine Heilpflanze gefunden. Die hier drüben. Estragon. So, wir können den auch mal belobigen. Jawohl, hast du gut gemacht. Und den können wir beschäftigen. Da können, also auf Q, können wir den Befehle geben. Wir können den rufen und können sagen, warte hier oder ihn beschäftigen. Und dann würde der, wenn wir hinter einem Feind hinterher schleichen, den Feind auch attackieren oder den halt in Schach halten. Und wir könnten dann den Feind in aller Ruhe außer Gefecht setzen. So. Bewölkung, okay. Hat er wieder eine Pflanze gefunden. So, da sehen wir das. Das ist einer von Hund, vom Hund, jetzt stürzt es ab, vom Hund markierter Feind. Wir schauen uns die Leute mal an. Es gibt nämlich, so wie ich das gelesen hatte, irgendwo, weiß nicht, ob das bei den kleineren jetzt schon der Fall ist, Generatoren, die halt die Stromversorgung darstellen, klar, und dann auch die ganzen Lampen oder Leuchten oder Suchscheinwerfern mit Strom versorgen, wenn man die ausschaltet. Dann werden die Leute natürlich darauf aufmerksam und schauen sich das an oder wir zerstören die mit Sprengstoff und einer Explosion. Dann wird das Lager zwar in Alarmzustand versetzt, wenn man dann aber erstmal kurz flieht und Ruhe einkehren lässt, dann kann man da in aller Ruhe durch, weil nirgendwo Licht ist, bei Nacht zumindest. Und oder man hat eine normale Waffe mit Schalldämpfer und kann die Dinger so ausschalten, ohne dass es jemand mitbekommt. Das funktioniert auch. Ich glaube, da gibt es jetzt nichts weiter. Deswegen lasse ich den Außenposten mal da, wo er ist. Und wir rennen einfach mal weiter. Ich könnte jetzt auch direkt auf das Pferd wechseln, aber ich lasse mal den Hund dabei. Da hat er noch einen Feind gefunden. Da unten stand noch einer, den ich nicht gesehen habe. Kann der was Besonderes? Ich höre das jetzt schon zwei, drei Mal, dass einfach so irgendwelche Leute extrem gut in einer Sache waren, die habe ich dann natürlich mitgenommen. So, hier oben ist Punkt 1, den ich gesetzt habe. Was? Was ist das denn? Abgestürzter Heli? Krass. Und nicht von mir, oder? Ich komme mir gar nicht lang, sehe ich gerade. Ich hab gedacht, ja, ist ja gut. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Oh. Ich komme ja gar nicht hoch, ne? Gibt es hier vielleicht einer dieser erwähnten Feldspalten? Kann er hier drüber? Nee, ich komme hier nicht hoch. Muss ich jetzt echt da außen rum oder was? Das ist wohl ein Witz, oder? Dass ich jetzt hier... Oh, Leute. Könnte mich der Heli nicht da oben irgendwo absetzen? Okay, dann machen wir es anders und ich rufe mal das Pferd, Begleiterunterstützung, die Horse, das kommt hier runter, der Hund wird dann auch abgeholt, per Fulton,
So, und wir schauen mal in der Zeit, bis das Pferd hier ist, in die Entwicklung rein, ob wir da was Neues machen können. Ja. Eine normale Waffe mit Schalldämpfer, das machen wir mal. Sehr gut. Nee, brauchen wir nicht. Ja, und auch so die paar Sachen können wir eigentlich einfach mal entwickeln, würde ich sagen. Achso, nein. Kein Nachschub. So, auch das Ding. Mit Schalldämpfer. Oh, das braucht 18 Minuten. Oh. Das ist eine Verbesserung von unserem jetzigen Gewehr, was wir dabei haben. Was haben wir denn noch? Oh, noch ein anderes Scharfschützengewehr. Oder? Ja. Ja, komm. Machen wir einfach mal. Wir haben es doch. So, was haben wir hier? Leichtes Maschinengewehr. Ja, komm. Was soll der Geiz? Wir haben eine ganze Menge von diesen Punkten. Oh, ein verbesserter Fangkäfig. Cool. Ja, können wir machen, oder? Oh, braucht 18 Minuten. Phantomzigarre, damit kann man die Zeit vergehen lassen. Spezielle Heilpflanzenmischung, die das Bewusstsein schärft. Für kurze Zeit sind sich Nutzer der Anwesenheit in der Nähe befindlicher Organismen bewusst, ohne diese vorher markiert zu haben. Aha. Kampfanzug, cool. Der Standard-Schleichanzug, der überall mit kugelsicheren Keramikplatten versehen ist und als schwere Schutzkleidung für den Kampf dient, wodurch der Träger erheblich besser geschützt ist. Oh, super. Braucht auch 18 Minuten. Können wir machen jetzt auch mal diesen Arm, damit das hier endlich mal aus der Liste verschwindet. Ja, auch das Ding. Ja, nein, ich brauche... ist ein bisschen makaber, dass sie mir einen Arm hierher liefern, oder? Die Mine... Können wir mal machen. Ich mache das jetzt einfach mal hier alles, damit sich die Liste mal ein bisschen leert. Nein. Brauche ich nicht. Was kostet denn noch wenig hier dieses olle Schild? Das alle Gewehr hier, das kostet nicht viel. Schrotflint oder was? Ja, komm, soll das mal reichen. Oh, 1,5 Millionen hat das gekostet. Ach, guck mal. Da ist sogar, können wir uns die Belohnung abholen. Das eine Einsatzteam ist zurück. Gab eine ganze Menge Edelmetall, Nebenmetall, einfaches Metall, Treibstoff. Oh, Treibstoff ist super. Und biologisches Material. Ja, 50.000 Punkte. Und ein bisschen Personal haben sie auch noch mitgebracht. Sehr schön. Sehr gut. Okay, dann gehen wir noch mal rein. Die externen Aufträge, da können wir direkt wieder was starten. Schön, dass wir in der eigentlichen Mission überhaupt nicht vorankommen. Na gut, macht nichts. Personalrekrutierung. Außenposten, Verteidigung. Da sehen wir dann rechts oben immer die Erfolgswahrscheinlichkeit und die prognostizierten Verluste. Und die Kampffähigkeit der jeweiligen Truppen, je geringer die ist, desto weniger gering ist die Erfolgswahrscheinlichkeit und die prognostizierten Verluste ein bisschen höher. Was geht eigentlich? Ich würde gerne... Was haben wir hier? Helme. Das ist ja geil. Das können wir mal machen. 40 Minuten knapp. So, wo ist denn jetzt mein Pferd? Pferd? Lass mich verarschen, komm jetzt gefälligst her. Ist jetzt einfach weggerannt. So, na super. Okay, wir reiten jetzt einmal groß um den Berg drum rum. Vielleicht finden wir irgendwo eine dieser Spalten, die ich erwähnt habe. Schau mal kurz hier rein. Ich komm da nicht rein. Okay, so komme ich rein.
Na gut. Nichts weiter da. Oh, die Kamera, ey. Wäre ganz geil, wenn die nicht jedes Mal festgestellt ist, wenn man aufs Pferd steigt. Das ist ja überhaupt mein größter Kritikpunkt, dieses scheiß Pferd. Mit allen anderen Sachen komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Ah, wir müssen hier... Oh, 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 oh. Enemy presence detected. The map has analysis complete. Analysis complete. Frag mich immer noch, was der Helikopter dort verloren hat. Das war aber nicht unser, oder? Der uns hier vorhin abgelassen hat. Oh, die Kosten. Boah, hier außen rumlatschen, das ist so riesig, das Gelände. Auto wäre ganz geil. Aber da habe ich bis jetzt keins gesehen. Jetzt würde ich schon längst auf das Auto umsteigen. Ja, danke, wir müssen da jetzt durch, verdammt. Ach Quatsch. Doch. Boah. Ja. Man kann nämlich, vielleicht finden wir das ja hier direkt mal. Es gibt... Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen hier um. Da hinten blinkt was, ein Diamant. Ha, super Treibstoff. Munition. So, die großen Container hier, die kriegen wir noch nicht raus. Dafür bräuchten wir einen besseren Fulton. Aber den haben wir noch nicht. Ah ja, da drüben. Das wollte ich noch zeigen. Das ist so geil. Mal schauen, ob das funktioniert. Und zwar können wir das hier mitnehmen. Das ist eine Rechnung. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe und mich in den Karton reinstelle, dann werden wir nach kurzer Zeit abgeholt. So. Und können einen anderen Punkt auswählen, wo die uns ablassen sollen. Das Problem ist, wir haben nur noch keinen anderen. Das ist die schnellste Schnellreisemöglichkeit. Schneller als mit dem Helikopter, weil man da erst wieder warten muss, bis er einen abholt. Oder kann ich hier hin? Kann ich das anklicken? Oder kann ich überhaupt irgendwas? Das war natürlich... Nee, geht nicht. Wir müssen uns irgendwo rauslassen, wo wir schon mal was entdeckt haben. Nur leider ist das der erste Punkt. Schade. Okay, weg damit. Okay, das war noch einer der Tipps, die ich gelesen hatte. Da ist gar nichts weiter los, oder? Ah, da oben steht einer. Analysis complete. Brauchen wir nicht. Danach müssen wir jetzt mal Ausschau halten nach diesen Paketverladestationen. Hier hinten blinkt doch die ganze Zeit irgendwas. Die Lichter können nicht mit dem Betäubungsgewehr oder mit der kleinen Betäubungspistole ausgeschaltet werden. Dafür ist die Durchschlagskraft viel zu gering. Oh, da haben wir ja ein Auto. Super. Im Auto können wir uns übrigens auch ducken. Einfach C drücken. Zack. Macht dann Motor aus und duckt sich. Können wir auch herausschießen? Nee, das geht nicht. Okay, wir fahren mal zum nächsten Außenposten. Der Hund springt übrigens nicht ins Auto rein.
So, wo müssen wir denn lang? Einfach geradeaus, Leute. Boah, ich hab... Schon wieder. Das Spiel steuert gerade automatisch, ohne dass ich was machen kann. Ja, komm, ist egal. Das hängt anscheinend damit zusammen, wenn ich im ungünstigen Moment die Map öffne. Es ist gerade so nach rechts gezogen, ich könnte nichts machen. Ist da hinten los ein Scharfschütze? Nee. Aber jetzt egal, dass der mich entdeckt hat. Stört mich wann. Wir düsen weiter. Ah ja. Oder rollt er nur? Oder fährt er auch? Nee, okay. Ach, das hängt damit zusammen, wenn ich eine Bewegungstaste drücke, in die Map reingehe und dann wieder raus, dass ich dann immer noch fahre. Sind das nur die beiden? Hier oben bei diesem Outpost. Da können wir wahrscheinlich auch wieder so eine Verladestation aufschnappen. Das nervt mich aber tierisch, dass ich hier die Markierung wegnehme. Dass ich hier nicht durch könnte. Ich rufe mal das Pferd. Da kannst du gleich da unten bleiben, da geht's nämlich weiter. Lauf. Gut, ich hätte auch mit dem Auto unten langfahren können. Wahrscheinlich. Nämlich auch neue Landezonen freischalten für den Helikopter. Unter dem Personal sind Kämpfe ausgebrochen, okay, na gut. Man kann halt neue Landezonen freischalten, dafür muss man aber auch eine bestimmte Sache erledigen. Sorry, ich dachte gerade, das hört sich so an, als ob hier ein Auto vorbeikommt. Lauf doch nicht immer weiter, du Scheißvieh. Ah, oh, siehst du, das haben wir jetzt davon. Leg dich hin. Ach, oh, dieses Kack-Drecks-Mist-Scheißpferd kotzt mich so an. Oh, dackelt der Typ natürlich hierher. Wir können das Pferd auch auf die Straße stellen. Pennt mal weiter. Wir haben natürlich jetzt größtenteils auch... Oh, super, guck mal, der ist aber gut beim Kämpfen. Die Kampfeinheit, den holen wir uns. So, die nehmen wir auch wieder mit. Ja, Leute, können wir noch vertragen? Wir haben nämlich wieder ein bisschen mehr Platz auf unserer Mother Base. Oh, hier steht auch so ein kleiner Flitzer. Wenn man schlafende Gegner in so ein Toilettenhäuschen sperrt oder... Kann ich das hier mitnehmen? Nee. Oder in so einen Container packt,
dann wachen die nicht auf. Ja, sonst wachen die nach einer Zeit auf. Wenn man die hier reinstellen würde, dann würden die weiter pennen. Oh ja, Treibstoff. Zweimal. Super. Oh ja. Komm mal her. Hab dich doch gesehen. Und ein kleiner Diamant. Ums. So. Unverblümt ans Werk. Den da oben. Den ersten gleich. Den holen wir uns. Analysis complete. Analysis concussion. Sandstorm approaching. Oh, ein Sandsturm. Oh, da ist auch noch einer. Analysis complete. Daneben. Den Helm auf, oder? Nee. Klingt nach Alarm, dürfte aber keiner sein. Oder ist das für den Sandsturm? Das ist ganz super, da kann ich in aller Ruhe den Typen... Oh, verdammt. Ich würde sagen, da kann ich in aller Ruhe den Typen da oben holen. Wir dürfen uns jetzt keiner mehr sehen. Na Snake, willst du nicht hier hoch? Wo denn her? Analysis complete. Das sind zwei? Ist er doch, oder? Ja. Hehehe. Oh oh. Ich würde gleich weiter schleichen, damit wir nicht dann nochmal hier durch müssen. Drückt man die darum, dass das keiner sieht. Haben wir Glück gehabt? Da oben ist vielleicht noch einer. Sieht ganz gut aus. Das war ganz gut jetzt. So, Ast rein. Guter Soldat, nehmen wir mit. Und ab dafür. Na, du blödes Pferd. Da haben wir doch einen übelsten Weg vor uns. Was ist denn hier vorne eigentlich? Eliminieren Sie die Panzerfahrzeugeinheit. Scheiße, ich hab aufs Scharfschützengewehr gewechselt. Wir könnten uns aber eine Panzerfaust dranholen. Nebenoperation. Extraction arrived at Mother Base. Wir schauen mal, wo die sich befindet. Ich glaube, ich höre schon was. Ich hatte letztens übrigens so ein Schaf angegriffen, da habe ich irgendwo gekniet. Das Vieh hat mich einfach von hinten. Was? Wo? Wo denn? Oh. Ey, komm. Ich konnte den nicht sehen, wie hat denn der mich sehen können? Ja, ballert ruhig auf das doofe Pferd. Ah. Oh oh. Das ist der Panzer. Oh, der ist ja gut drauf. Ach komm schon. Jawohl. Krass, den holen wir uns. Fangkäfig, Entwicklung ist abgeschlossen, sehr gut. Da ist noch ein anderer. Wo war er denn? Dort. Das ist die Einheit, die ich ausschalten müsste.
gibt den und die kriegen mich nicht mit, wenn ich den jetzt hier... Also das mitkriegen, wie ich den raushole, ist nicht so schlimm. Geil. Haben wir nicht C4 dabei? Jo. Können wir doch mal versuchen, den Panzer hochzujagen, oder? Hier so ein Pferd. Also so ein Pferd. So ein Schaf war das. Kriegt uns nicht mit, wenn ich jetzt hier ranschleiche. Komm, wir warten mal, vielleicht kommen die selber zurück nochmal zum Panzer gelaufen. Und dann zünde ich das gleich alle vier. 3, 2, 1, go! Ja Leute, wo kam's her? Das klappt gut mit dem C4. Boss, that's a serious injury. Ich jetzt. Alter. Das Ding nochmal explodiert oder was? Ihr blöden Säcke, das darf doch nicht wahr sein. Ich dachte, das war schon. Ich habe gesehen, dass das Ding noch brennt, aber na gut. Dachte mir, das wird jetzt nicht nochmal explodieren. Ist es doch. Gut, weiter geht's. Schön, dass ich die Mission bei Nacht machen wollte und wir dann höchstwahrscheinlich bei Tag dort erst ankommen. Da vorne ist nochmal ein kleiner Außenposten. Wobei das ja keine richtige Mission, sondern auch so eine Nebenoperation ist. Bleib stehen, danke. Analysis complete. Analysis complete. Jemand braucht mal dabei? Nee. Na gut. Reiten wir drum rum. Auftrag. Da hat jemand eine Medaille erhalten für besondere irgendwas im Einsatz. Cool. Haufen Pflanzen, Personal viermal für die Kampfeinheit. 240.000 Punkte, wow. Nehmen wir alles, jawohl. Schön. Den höchsten Rang, den man selber bei Mission erreichen kann, ist übrigens S. Also gibt es dann kein S+, S++ oder so. So, da könnt ihr direkt wieder auf einen externen Auftrag gehen. Please select a mission. Präsidenten-Escorter. 300.000 Punkte. Ja, komm. Unit dispatched. Wir können leider nur zwei gleichzeitig machen. Wir müssten die Kampfbasis ausbauen und da könnten wir dann auch mehr Aufträge verteilen. Die befindet sich, glaube ich, sogar im Bau. Where?
Verdammt. Okay. Aha, Episode 11, verborgen in Stille. Okay, geht's direkt mit einer Hauptaufgabe weiter. Boss, you okay? Could it be that sniper? Quiet. Quiet. Our silent assassin. Where's the sniping point? Boss, focus on your objective. You need to make contact with Emmerich. Get out of that sniper's kill zone and head to Serac power plant. Kann ich doch nicht wegballern, oder? Könnte ich wahrscheinlich, aber... Wir sollen erstmal zu Emmerich. Kann ich ja durchrennen? Okay, komme ich da denn irgendwie hoch? Ich wollte sie bloß mal kurz schießen lassen. Komm schon. Ich hoffe jetzt einfach mal, hier gibt es keine weiteren Feinde. Ich möchte die nicht unbedingt abschießen, sondern natürlich für unsere Zwecke missbrauchen. Also für unsere Basis. Ist das nicht die mit dem sehr knappen BH? Kann das sein? Wie sind die da hochgekommen? Per Hubschrauber. Renne ich denn am besten lang, am besten hier vorn? Ich weiß nicht, ob es nach einem Schuss vorbei ist oder ob wir uns einmal treffen lassen dürfen. Ich vermute einfach mal, nein, dürfen wir nicht. Ich werde die so niemals kriegen. Oder? Ich glaube nicht. Ach, verdammt, echt jetzt? Okay. Hat sie auch noch Granaten dabei? Scheiße. Ich glaube, das mit Emmerich wird heute nichts mehr. Quiet? Juhu. Hallo? Oh, 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 oh. Ach, da unten.
Da ist er. Ich glaube, keine Ahnung, kommen wir an die ran? Wahrscheinlich an nicht, wenn ich mich sehen lasse. Vielleicht müsste ich da, wo die jetzt hockt, mich so langsam ranschleichen, dass sie überhaupt nicht mitkriegt. Dass ich da auf dem Weg hin bin. Okay, die ist gerade von dem Baum verdeckt. Probier's nochmal. Könnte klappen. Gleich kann die uns nicht mehr sehen und wir können dort links in aller Ruhe hoch. So. Sieht aber schick aus hier. Sehr idyllisch. Hier vielleicht irgendwas? Ne. Ich mache jetzt ganz langsam. Kommt der alte Mann hier hoch? Die schaut in unsere Richtung. Okay, anscheinend weiß die, wo wir sind. Kann uns aber dank dem Pfeiler nicht sehen. Zoomt die? Fuck. Ah, okay, immer wenn die springt, ist sie wieder da oben. Oh, verdammt. Doofes Weib. Scheiße. Ah, verdammt, ich glaube, wir müssen erstmal raus aus dem Gebiet und quälen uns hier jetzt nicht weiter mit der rum. Ich wüsste gerade nicht, wie ich an die rankommen soll. Ich glaube auch mit der... Oder soll ich die abschließen? Das möchte ich eigentlich ungern. Oh, ein Wasserfall. Eine Höhle dahinter. Kommen wir nicht durch. Ah, schade. Achso, unser Hund, der spürt auch Minen auf. Ach, hier, guck mal, hier ist so eine Feldspalte. Das meinte ich am Anfang der Folge. Und sowas soll es wohl öfter geben. Einfach darauf achten. Ich habe es gerade überhaupt nicht gesehen, nur gemerkt, als das Aktionssymbol auftrat. Ich latsche jetzt einfach mal raus aus dem Gebiet. Wir müssen uns erstmal mit Emmerich treffen. Das ist ganz wichtig. Ich bin schon längst fertig. Oh, das war knapp. Lauf! Komm, hinter dem Pfeiler. Boah, das gibt's doch nicht. Die kann aber auch gut zielen. Muss ich da drin bleiben oder darf ich raus? Keine Ahnung, werden wir jetzt sehen. Ruhm verringert.
Hätte ich das machen müssen? Hätte ich die abballern sollen? Ich dachte, die konnten wir vielleicht erstmal in Ruhe lassen. Nee, okay, gut. Wir können weiter zu Emmerich. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hier ging ja alles drunter und drüber heute. Könnt ihr ein bisschen was zeigen, immerhin. Tja, schönen Dank, bis zum nächsten Mal und haut rein. Quiet holen wir uns später. Ciao.